Nacht ist der Tag, heißt der neue Roman von Peter Stamm. Und ja, so rätselhaft der Titel auch erstmal ist, so bleibt am Ende auch ein kleines Rätsel offen. Es geht um Gillian. Sie ist eine erfolgreiche Moderatorin im Fernsehen, Kulturjournalistin, lebt zusammen mit Matthias, ihrem Mann, der fast ebenso erfolgreich ist wie sie. Sie bewegen sich also in der Kulturszene und sind ja, anerkannt für ein angenehmes Leben, ein sicheres Leben. Es kommt zu einem tragischen Unfall. Matthias stirbt. Gillian verliert nicht nur ihren Mann, sondern auch ihr Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr Gesicht ist fürchterlich entstellt. Es muss in verschiedenen Operationen wiederhergestellt werden. Das ist so die Geschichte. Also es ist eigentlich die Geschichte Gillians, die aus diesem Schicksalsschlag heraus ein neues Leben beginnt. Und das tut sie mit einer weiteren Figur. Das ist der Hubert. Hubert ist Maler. Gillian hatte ihn für eine ihrer Sendungen interviewt und dann privat Kontakt zu ihm aufgenommen. Was Peter Stamm hier macht, ist ganz interessant. Und zwar führt er diesen Schicksalsschlag und das, was in dieser Frau vor sich gehen muss, nach diesem tragischen Verlust des Mannes und auch zum Teil der eigenen Identität, weil sie natürlich dann ihren Beruf nicht weiter ausüben kann oder will. Er führt das aber nicht dramatisch aus und verkitscht diese Geschichte, sondern hält das alles sehr knapp. Und man kann nur ahnen, was in dieser Figur, in Gillian, die sie später auch Jill nennt, vorgeht. Also es ist die Geschichte eines Identitätsverlusts und der Neusuche einer Identität, eines kompletten Neubeginns. Dieser Hubert spielt dabei noch eine Rolle, wobei er aber auch nur eine Tür ist in die Zukunft, der Gillian oder Jill. Und ja, ich möchte jetzt nicht zu viel vom Ende verraten. Das macht allerdings auch Peter Stamm nicht. Und das finde ich sehr angenehm. Also diese Ruhe, diese Nachdenklichkeit, mit der er erzählt. Peter Stamm lässt den Leser nicht komplett ratlos zurück, aber doch auch in einer gewissen nachdenklichen Stimmung. Man kann sich also in die Figuren hineinfühlen, weiterdenken, mitdenken. Und er erzählt nicht alles komplett aus. Und also das ist ein Buch, was auch nach der Lektüre bleibt.